Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Game Edition im Zeichen der Nostalgia Challenge. Wir haben Lorelei besiegt. Einfach. Weil die echt zu dämlich ist. Wir haben Bruno besiegt. Auch einfach. Weil er auch viel zu blöd ist. Naja, wir waren schneller, aber Machoma ist schon ziemlich behindert gewesen mit seinem Silberblick. Egal. Wir haben Agathe besiegt. Mit den Geist- und Gift-Pokémon. Wir wurden dabei paralysiert. Aber haben sie trotzdem geschlagen. Auch. Wieder mal zu dämlich gewesen. Ich meine, wer setzt Traumfresser ein, wenn kein Pokémon schläft? Na egal. Alles zu meinem Vorteil gewesen. Aber dann kam Siegfried. Und ihr habt ja sicherlich die anderen Parts schon geschaut. Wenn nicht, schaut sie euch an. Wir haben einen Kameraden verloren. Ja, Alex hat uns hängen gelassen. Nicht hängen gelassen, er hat gekämpft wie ein Tier. Er hat gezeigt, was er drauf hat. Er hat sein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Alex, danke. So, jetzt aber, nach den Top 4, kommt er. Unser ewiger Rivale Samson. Dieser Kerl fordert uns mal wieder heraus. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge er seine Pokémon einsetzt. Er hat ja schon mal seinen Ibitak gegen Sandama gewechselt. Wir werden nicht mit Nami anfangen, sondern mit Ali. Mit Ali sind wir an einer guten Stelle, wegen seinem Schlafpuder und Hyperstrahl. Solarstrahl. Naja, aber ich rede schon wieder zu viel, Leute. Ihr wollt ja Action sehen. Und wie immer sollt ihr auch diese haben. Los geht's. Auf ins Finale. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Daniel. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Ich auch, und? Daniel! Also ich habe alle vier besiegt, deswegen du interessierst mich eigentlich gar nicht, aber egal, ich muss ja. Daniel! Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Ja, also, das kann man so oder so sehen und perfektes Matchup, würde ich sagen. Sehr gut. Wir versuchen es erst gar nicht mit Schlafpuder, wir machen direkt Megasauger. Und er hat überlebt. War vorherzusehen. Giftstachel dürfte eigentlich nicht so viel bringen. Tja, wer setzt schon eine Giftattacke gegen ein Gift-Pokémon ein, Mann? Tja, meine Energie ist wieder voll. Und du bist down. So, Simsala. Simsala. Räum ab, komm schon, du machst das. Lass mich nicht hängen. Dieses Pokémon ist echt heftig. Wir machen Body Slam. Genauigkeit sinkt. Und geht auch direkt daneben, verdammt. Nochmal. Genesung. Oh, bist du dämlich. Und wir treffen nicht mehr. Was soll denn das? Oh nein. Oh nein. Was? Und wir treffen absolut nichts. Verdammt. Top Genesung. Heilen, schnell. Ey, das kann doch nicht sein. Gleich so ein heftiger Treffer. Das machst du nicht nochmal, oder? Hallo? Hallo? Oh, du blöder Bastard! Hör auf! Oh, genau das meine ich, ey! Ah!
Nur der Ziehkraft, okay? Ist mir egal. Jetzt aber die Slam. Verdammt. Komm schon. Oh, warum haut er einen Volltreffer nach dem anderen raus? Und er ist down. Oh. Wow. Alter, ich hab gerade schon gedacht, jetzt ist vorbei. Versucht, Hyperstreit zu erlernen. Ja. Den geben wir dir. Body Slam wird vergessen. Hyperstrahl ist viel heftiger. So, Hyperstrahl erlernt. Was kommt jetzt? Kokowai. Sehr gut. Irina, deine große Chance. Lass mich nicht hängen. Du machst das. Verstanden? Komm schon. Okay, Irina, Feuersturm. Daneben. Nein. Oh, du blöder Bastard. Oh nein. Ich schlafe. Traumfresser? Staccato. Ach, wie süß. Oh Gottchen. Wie süß. Naja, so darf das aber nicht aussehen. Ach, komm schon. Hallo. Wach auf. 3 Treffer. Alter. Oh, und ich penne weiter. Ich fass das nicht. Und wieder Staccato. Hallo. So, Top-Genesung. Sehr gut. Stampfer. Ja, das hätte mich nicht down gekriegt. So, Feuersturm. Treffer und... Komm schon. Oh, verdammt. Oh, Mann, du blödes Mistvieh, ey. Mann! Und schon wieder penne ich. Oh je. Oh, hör auf, Mann. Also auf Dauer kann mir das richtig schaden. Aber wir setzen noch eine Top-Genesung ein. Ein paar haben wir noch. Ja. Und wir setzen Feuerwirbel ein. Und das geht daneben. Oh Mann, ey. Sowas darf dir nicht passieren, Irina. Nicht jetzt. Oh, und schon wieder. Oh, du blödes Mistvieh. Leck mich doch. Alter! Mann! Warum habe ich so ein Pech mit dem blöden Pen? Ja? Kannst du doch aufhören. 3-mal getroffen. So. Aufwachen, Irina. Der Kampf läuft immer noch. So. Stampfer, schon wieder. Ey, dass dieses blöde Vieh mich jetzt hier so in Bedrängnis setzt, ne? Feuerwirbel, komm. Ja, geht doch. 1. Oh Gott, das hat ja nichts gebracht. Weiter. 2. Greif weiter an. 3. Einmal noch. Oh ja, verdammt, geil, Mann. Sauber. Kokowai ist down. Austos. Wir wissen, wer da dran kommt. Pikachu, Nami, komm raus. Nein, du musst ja nicht rauskommen, du bist ja schon draußen. Mach einen Döner. Und? Das darf es nicht überleben. Ja, down. Mit einem Volltreffer. Tschüss. Okay. Vulnona. Gut. Vulnona, du kriegst es mit Ankatrine zu tun. Nami, genug. Komm zurück. Ankatrine. Setz Surfer ein. Ja, so sollte das nicht laufen. Jetzt bin ich erstmal gefangen. Ist gelähmt. Aber ich kann jetzt mein Relaxo so lange heilen. Solange ich gelähmt bin. So, sehr schön. Ja, greif du mal weiter an. Warte ab, wenn ich erstmal zum Zug komme. Dann kill ich dich. Mit Surfer. Oh, schon wieder. Mann. Ah. Bedrängnis. Gelähmt. Ah, verdammt. Komm schon, Ankatrine. Surfer. Oh Mann, jetzt
Das kann doch nicht sein. Oh, warum trifft das bei mir nicht so häufig? Ja, und weitergefangen. So, darf ich jetzt wieder? Oh Mann. Ich hab's ja gewusst. Jetzt brauche ich die ganzen Heil-Items bei ihm. So, geheilt. Du greifst weiter an. Kein Problem. Ist ja kein Problem, ne? Jetzt Surfer. Und immer noch. Machen wir das jetzt so lange, bis ich keine Top-Genesung mehr habe, oder wie? Na? Und er trifft schon wieder. Werde ich hier gerade ein bisschen gehext? Das kann doch nicht sein, oder? Sag mal, hast du keine andere Attacke, du blödes Mistvieh? Und das greift weiter an. Ankatrin hat keinen Zug bis jetzt. Leute, tut mir leid, wenn das für euch jetzt gerade langweilig ist, aber ich kann nichts machen. Ich darf nicht wechseln. Das Einzige, was ich machen kann, ist weiter versuchen anzugreifen und zu heilen. Oh Mann. Nerv mich nicht. Alter! Ja? Hey, und es kann nochmal. Es trifft nochmal. Ist gelähmt. Okay, kennen wir schon. So, spulen wir ein bisschen vor. Das dauert sonst alles ein bisschen zu lang für euch. Ich will euch ja nicht zu sehr langweilen. So, wir heilen. So, greif weiter an. Ja, sehr interessant. Schön, dass du die ganze Zeit dasselbe machst. Ach, endlich. So, jetzt komme ich. Ankatrin, jetzt kommt die Revenge. Mach es Platz. One hit. Komm schon. Nicht gewonnen-hitted. Mann, ist das zu viel verlangt. Ach, nerv mich nicht. Ja, ja. Volltreffer, hey. Top-Genesung, leck mich doch. Ja, machen wir. Angriff. Bam, weg. Komm schon. Es hat überlebt. Nochmal. Ja, das kann schon wieder treffen. Alter. Noch ein Top-Genesung. Alter, ich will nicht länger als 20 Minuten für diesen Fight brauchen. Angriff. Alter, wie viel hast du davon? Mann. Ja, greif weiter an. Daneben. Aber jetzt. Tschüss, Volnona. Bam. Du hast die Zuschauer lang genug gelangweilt. Jetzt kommt sein erreichter 56. Sehr gut. Sein letztes Pokémon, Blitzer. Ich wechsle. Auf. Räumops. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mit deinem Blitzer so machen kannst. Also das Vieh ist scheiße schnell. Erdbeben. Donner, okay. Wie viel ziehst du? Yo. Komm schon. Komm schon. Und? Ja! Verdammt, ich hab's geschafft! Ja! Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga.
Aber ich gönne dir das nicht. Daniel! Hey, Professor Eich, willkommen! Du hast also gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Champion der Pokémon Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Daniel, du bist schon viel erfahrener. Samson, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Samson, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Daniel, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Daniel, folge mir. Okay. Wir haben's geschafft, alter Schwede. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Daniel, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Daniel, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Danke, Bisaflor, für deine Hilfe. Ali. Anketrine, du hast mehr als viel rausgerissen. Danke auch an dich. Räumots, du warst der absolute Knüller. Danke für die Hilfe. Pikachu, du kleiner Bastard. So oft gestorben, so viele Pokémon wie mir freigelassen. Ja. Irina, auch du, ein dickes Dankeschön für deine Hilfe in der Pokémon-Liga und im Spiel. Alex, du hattest nur einen kurzen Auftritt, aber er war glorreich. Leb wohl! Und natürlich Daniel. Ja, das ist eher uninteressant mit dem Pokédex und so. Bla bla bla. So, Abspann! Das war mein Nuzlocke-Projekt Pokémon Gelbe Edition. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß daran. Genauso viel wie ich. Ich habe auch sehr gelitten. Ich habe auch viele Fails gemacht. Ich habe sehr oft einfach leichtsinnig gehandelt. Aber ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß dabei. Und das ist mein erstes Projekt, wie ihr wisst. Und ja, ich habe, denke ich, eine gute Arbeit geleistet bei diesem Projekt. Ich kann dieses Spiel für eine Nuzlocke nur empfehlen, da, wenn man nicht die ganze Zeit overlevelt ist, man es sehr hart hat, weil man hat ja gesehen, wie viele Pokémon von mir draufgegangen sind, viele davon waren selber verschuldet wegen Doofheit. Aber allein die Tatsache, dass man vielleicht nur Taubsis fängt oder ähnliches, und man, wenn man sich wirklich an die Regel hält, nur das erste zu fangen, ist dieses Spiel verdammt schwierig. Klar, kein Vergleich zu Bloody Platin beispielsweise. Werde ich vielleicht auch noch zocken, ich weiß noch nicht. Ich muss erstmal einen neuen Rechner haben für den Emulator. Aber Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, mir beim Leiden zuzuschauen. Also, haust da rein, schaust da rein. Wir sehen uns wieder in meinen nächsten Projekten. Und ich sag euch, es wird noch ganz groß werden. Hoffe ich zumindest. Mit eurer Unterstützung wird es super. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss, euer Dan Goku. Ciao.